Vent. Pressure-Dinger. Saturation-Condenser. Ihr kommt hier drum rum. Zu niedrig gebaut, kann durchaus sein. Vent. Ach, nee, wenn's noch. Irgendwas mache ich falsch. Nee, ich glaube, das geht mal nicht, ne? Sein. Nee, irgendwas hat's hier noch. Ich glaube, auf der Ebene müssen schon Vents sein. Irgendwo ist der Fisch drinnen. Nochmal von vorn. Irgendwo sind wir gleich falsch abgebogen. So. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das muss die Decke sein. Slightly verwirrt gerade, um ehrlich zu sein. Okay, so. Industrial Turbine. Unten hat er die, das muss egal sein. Whales are vents, ja. Mhm. Routers, ja. Haben wir gleich. Komplex. Um den Komplex herum die Pressure-Dinger, ja. Mhm. Auf dieser Ebene müssen die Vents sein. Okay.
4. Das heißt, das ist zu tief. Rüdiger nicht so tief. So, die Vents. Saturation Condenser. Also. Rotational Complex. Ja. Pressure-Dinge drumherum, ja. Vents. So, dann die Coil. 5 können platziert werden von diesen Dingen. Um die drumherum, die Saturation-Dinge, haben wir auch, ja. On, or. Max, ja. I used to convert steam into blood must be placed on or above the coil layer, ja. Und dann ein Deckel drauf. Ah ja, da brauchen wir nur die 6, stimmt. Ein wenig Glas und den Wasser-Output. Hier ist Dampf-Input. Achso, Wasser kommt ja hier raus. Machen wir hier den Stromkollegen rein. Vielleicht kann der Deckel auch nur aus. Nope. Finally. Okay. Dumping excess water will not be recycled. Ja, wir brauchen das Wasser nicht. Eine Million Redstone Flux. Dreiunddreißig Vents. Auf jeden Fall zu wenig Vents, glaube ich. Auf jeden Fall zu wenig haben. Also ich glaube 34 Hammer. Das dürfte dann passen, dass eins übrig bleibt. Vents. Ja, genau. Maximal. Sind wir noch limited, ne? Das dürfte jetzt aber passen, glaube ich. Steam wird natürlich weniger. Ich glaube, das Wasser. Ja, ich glaube, das Wasser werden wir gleich direkt los. Okay, dann einen Plug, bitte.
Geräusche hören von mir aus. Okay, ich habe mir hier noch aufgeschrieben 50 Millibuckets pro Tick. Jetzt haben wir einen Millibucket pro Tick, ne? Was produzieren wir jetzt? 28.000. Okay, und wir haben auch einiges an Wasser drinnen. Müssen wir eben nochmal den Kollegen abschalten. Perfekt, das Wasser werden wir einfach wieder los, weil was soll man damit machen, ne? Wenn wir eh unlimited Input mehr oder weniger haben. Burn Rate ist jetzt bei einem Millibucket pro Tick. Angeblich können wir den bis 50 hochfahren. Nicht, dass wir so viel Fluid hätten. Scheint einmal kein Problem zu sein. 8 Millionen ist Capacity und wir schieben gerade 1 Million rein, ne? Okay. Normal sollte man das langsam hochfahren. Schande, scheint aber zu funktionieren. Okay. Wir brauchen da noch ein Loch hoch, ne? Ja. Okay. Kommen gleich an die Maximalleistung hin. Ja. Ich glaube, na, was haben wir jetzt? 40, 45, 49 kann der maximal fahren. Ah, und damit haben wir genau die Maximalleistung der Turbine circa. Na? Okay, alles klar. Ausgehen. Maximale Brennleistung, die der Dings schafft. Und hier sind wir fast voll ausgelastet. Alles klar. Okay, hier reicht ein Set, wie es aussieht. Aber better safe than sorry. Na, wenn hier was sich aufschaut, ist der Teufel los. Okay, nice. $1.4 million. Strom. Einziger Nachteil. Unsere Produktion hält das nicht mal ansatzweise aus, ne?
Nach wie vor ein Uranproblem, würde ich behaupten, ne? Okay. Dann können wir den Kollegen mal abschalten. Er lässt aber natürlich trotzdem noch Dampf rüber, ne? Okay, wird schnell abgebaut. Aber sehr nice, was wir jetzt auch machen in dem Zusammenhang, ist eine Notfallabschaltung für den Strom. Genau, hier ist ja unser Hauptinput mit Prioritäten 0 und wir machen jetzt noch einen roten Point, der uns, falls unsere Induction Matrix voll ist, was ja passieren kann, ne? Falls die mal voll ist, wird uns der hier den Po retten. Genau, seht ihr, da geht gerade nichts raus, ne? Nur wenn der hier voll wäre und kein Strom mehr reingeht, fährt das Ganze ins Nichts, damit uns nichts um die Ohren fliegt, weil sie es mit Strom voll anfüllt. Wo wir hier bald halb voll sind, geht ja relativ schnell. So, hier haben wir ein Unwetter. Also ab ins Bett, ne? Wir werden noch mindestens eine Reihe Uran setzen müssen, ne? Lass mal eben noch den Großreaktor checken, wie der jetzt endlich mal beieinander ist. Guten Tag, der Kollege. Noch nicht voll, ne? 86%, ja. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Seeds brauchen. Das Gute ist, zumindest Sulfur wird mehr, ne? Das heißt, da sind wir aktuell zumindest am Limit, was die Maschinen verarbeiten können. Und jetzt müssen wir noch mal in den Shane Mountain, denn der Abfall will natürlich auch verarbeitet werden, ne? So, wo ist denn hier? Okay. Wo ist denn unser Nuklear-Dings da oben? Nee, hä? Nee, muss hier in die Richtung, so. Hier ist es. Okay. Ist wirklich der Block hier, gut. Und da kommt Polonium raus. Da können wir keine Upgrades reinstopfen, ne? Sehr nice. Das heißt, wir haben hier Polonium
habe ich hier noch nicht, weil ich es nicht extracte. Und wieder nach oben. Bzzzt, wird Zeit, dass wir Create anfangen, damit wir hier Lifte bauen können. Ne? Der wäre schon lange überflüssig. Naja. Sind die Pipes zu lang? Glaube ich ja fast nicht. Oh, da haben wir irgendwo was vergessen. Na ja, gut. Hier ist auf jeden Fall Waste. Das andere ist Polonium. Gut. Hammer. Sehr nice. Plutonium ist mal gar Polonium. PRC brauchen wir wieder mal. Schau mal, wie viel 21 von 32, ein bisschen geht noch. 1, 2, 3. So. Das gute Polonium. Input. Ah, viel zu wenig noch in den Pipes drinnen, ne? Das ist jetzt der Nachteil. Die Falsche erwischt. Ultimate Universal Cover natürlich. Und Fluorite. Dann ein normales Kabel. Zack, zack.
zack, zack. Einen Export-Boost. Eine Crafting Card und eine Acceleration bzw. 4. Alright. Genau. An der PRC, oder? Run through a pressurized reactor with some fluoride dust and you get polonium. You sure about that? Ach, Wasser brauchen wir auch. Flora Dust. Ach komm, das ist nicht euer Ernst, oder? Okay. Flora Dust. Sache kompliziert, würde ich mal behaupten. Crusher. Kein Problem, einfach das Upgegradete, ne, wenn es hier ziemlich voll wird. Das Falsche weg. Iron Dust, das Iron Ingots, bitteschön. Das schaut gut aus. Und Wasser kommt noch rein, ne? Input. Da braucht man eine Mechanical. Kollegen mit benutzen. So. Gut. Fällt nur noch das Polonium von oben. Eigentlich. Alles verarbeitet. Na, es wird langsam mit der Nachproduktion, wie es aussieht. Und hier links. Output, na.